Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Ja. Ich höre irgendwas stöhnt hier schon wieder, ja. Irgendwas stöhnt da, ja. Die machen Liebe. Oh, oh. Oh, schon wieder keine Moon mehr. Wieso verstecken sich hier? Achso, die warten. Ja, an dem Typen seht ihr, wie schlimm Anabolika ist. Wieso? Ja. Andere kriegen Akne davon, andere sehen dann so aus. Na, ich hab's gerade nicht gesehen, weil ich schon an der Tür stand. Die Frau, sie ist weg. Finn! Keine Ahnung, was passiert ist, sie war eben noch da. Ada. Vielen Dank, Jungs. Ihr habt ja ein kleines Andenken an mich. Ja, das habe ich ja mal richtig aufs Maul gekriegt, ne? Ja. Okay, an der Stelle wieder einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Piers. Sir? Was ist aus Ada Wong geworden? Sie erinnern sich. Captain? Wo ist sie? Sie ist die Anführerin von Neo Umbrella. All diese Terroristen... Ist sie in dieser Stadt oder nicht? Sie wurde mehrmals gesehen, seit die Angriffe begonnen haben. Ja, sie ist hier. Geben Sie das Kommando zum Abrücken. Zu Befehl. Ah, das ist jemand richtig heiß auf Ada. Interessant, das war jetzt eine Rückblende. Die Mission eben da in Osteuropa, das war eine Rückblende. Mhm. Ja, verstehe. So, jetzt müssen wir irgendwie da vorne zu dem Punkt kommen. ja. Kommen wir jetzt hier einfach runter? Nee. Ah, hier. Hä? Ja, wir stellen uns mal wieder dämlich an. Ich bin leicht verwirrt gerade. Ich muss ja hier irgendwie runtergehen. Ach, hier. Hier vorne. Ich weiß, die Viecher sind doch eigentlich schon verbrannt, ne? Jetzt verbrennt er die nochmal. Ja. Kann ich den auf den Tank schießen? Okay. Naja, Versuch muss man ja starten, ne?
bist ein ganz schöner Arsch. Feindkontakt! Gott, was war das? War die unsichtbar? Kennst du noch den Film hier im Land der Raketenwürmer? Ja. Ja. Im Land der Raketenwürmer, stimmt. Irgendwie sah es so aus. Ach du Scheiße, Fieber war halb transparent irgendwie, ne? Ja. Im Land der Raketenwürmer. Ah nein, die muss ich unbedingt nochmal raussuchen. Der war übel geil. Ja, da gab's noch Videokassetten. Ja, stimmt. Und Special Effects. Oh Mann, oh Mann. Oh, guck mal, wollen wir spielen gehen? Komm ich hier rüber? Nee. Ich hab auch gerade überlegt. Ich will auf den Panda reiten. Doch, da gehe ich jetzt hin. Kannst auf meinem Panda reiten, ne? Ja, komm, hier kann man hingehen. Yeah. Oh, jetzt will ich rutschen. Irgendwie kann ich doch rutschen. Ach, schade. Auf den Panda reiten. Irgendwie kommt man doch glitschen hier. Ich weiß es nicht, komm. Ja, lass es weiter. Unsere Leute warten hier schon auf uns. Und V. Ach, halb offen, ich krieg mich alleine auf. Oh nein. Ich mach doch gar nichts. Ich mach die nicht mal auf. Ich hatte Angst alleine. Vor allen Dingen hätten wir da so durchgepasst. Oh nein. Die Glibberspuren hier erinnern mich so ein bisschen an Among the Sleep. Im letzten Abschnitt. Okay, wir gehen rein, aber vorsichtig. Meine Zuschauer wissen, was ich meine. Ja, das wollte ich mir auch nochmal antun. Das sah sehr interessant aus. Ja, ist ganz lustig, auf jeden Fall. Ja gut, was heißt lustig? Aber gut, ich will jetzt nicht spoilern. Ist auf jeden Fall... Regt auch zum Nachdenken an, das Spiel. Also hier haben sie die Textur mal wieder völlig verkackt. Oh, geht los. Geht los? Kampfposition einnehmen! Also gegen normale ist die Schrotflinte ganz geil. Also die Texturen sind wieder total vermatscht hier. Ja. Ja, das Spiel kann so schön und doch so hässlich sein. Müssen wir hier hoch irgendwie? Ne. Ja, wahrscheinlich, ne? Da oben durchs Fenster irgendwie? Ja, hier ein Leiter. Ach, du hast einen Leiter gefunden, okay. Ich hab dich nicht gehört. Tipp, 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 tipp. Ist da oben? Ja. Noch eine Leiter. Oh Gott! Oh, warum springen meine wieder runter? Hätt's auch alleine geschafft. Oh, ich muss nachladen. Also, wir sollten uns angewöhnen, die Waffen unbedingt alle immer nachzuladen. Ja, ich versuch das immer schon. Ja, ich mach's jetzt auch. Ich muss erstmal wieder Blendgranaten wegschmeißen. So, alles mal nachladen. Okay, und weiter. Ja, warte mal, ich will hier noch was aufheben. Ja, keine Hektik hier verbreiten. Ja, nö, ich bin schon mal oben. Ich komm. Ich kann die Türen ja sowieso nicht ohne dich öffnen, wäre zu schwach. Ich hab doch 5 Schuss. Die kann ich auch machen. Jo! Ich hab fast keine Moon mehr, ey. Verdammt. Sind wieder die China-Zombies hier. Ich hab grad einen weggeknallt und auf einmal steht da wieder einer von unseren Leuten. Also die haben alle Teleport-Hack hier, unsere Leute. Zack, zack, sind sie alle da auf einmal, weißt? Machen nix, aber sind da. Ja, die verstecken sich hinter der Kisten, bis alles gut ist. Oh nein, ich schwinge ja keine Moon. Schwingt er sein Ding da, Alter. Die haben auch interessante Auswüchse, ne? Da hat er mich weggetackelt, unser Mann. Echt? Ja, der hat mich weggeschoben. Ja, ich möchte auch mal im Vordergrund stehen. Kann das sein, dass du die Skaha hast? Guck dir mal deine Waffe... Ne, gut, die Schnellfeuer, die du hast. Das könnte sein, ne? Optisch? Könnte fast hinkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab G36, glaube ich. Die Skaha, seine Lieblings-Battlefield-Waffe.
Oh ja. Oh, hab ich auch schon ewig nicht mehr gezockt jetzt. Oh, hier ist eine Spraydose. Ach, brauchen wir nicht. Wir könnten ja auch mal eine Runde Battlefield Let's Playen, aber. Mal gucken. Wieso krieg ich schon wieder keine Munition mit? Bist du mir voll? Ja, wie immer. Steh da mit seiner Handfeuerwaffe. Willst du das mal aufräumen, oder? Ja. Ja, dann beeil dich. Ja, mag ich das schon. Aber ich glaube, ich nehme dieses Spray hier noch mit. So, E. Ah. Das Spray habe ich auch mitgenommen. Das kann ich gar nicht. Das Spray hast du schon mit? Ja. Okay, ich hab's auch mit jetzt. Bereit? Bereit. Ja, du sollst, musst mir helfen, ich krieg die Tür nicht auf. Achso. Gemeinsam, Hasi. Ja. Oh, es wird nach einem Partner gesucht. Das ging ja vorhin trotzdem weiter, ne? Ja. Damit es nicht so lange dauert, machen wir wieder einen kurzen Cut. Vor 6 Monaten in Edonia. Klar machen wir jawohl. Das. Captain, hier Marco. Sie haben einen bewaffneten Heli ins Spiel gebracht. Normale Waffen sind dann nutzlos. Achso, wir müssen. Ich hab gerade auf unsere Ziele geschossen hier. Ja, wo kriegen wir denn unnormale Waffen her? Oh, wo kommt er denn her? Vergesst den Heli. Lad doch nach. Was hat er irgendwas von unnormalen Waffen geredet? Na, normale Waffen sind nutzlos, hat er gesagt. Deswegen möchte ich wissen, wo die unnormalen sind. Klasse. Wo bist du hin? Ja, überall Kisten einsammeln. Munition scheffeln. Oh, ich schieße nur noch daneben hier. Ich werde mal dieses Wärmevisier nehmen. Cool. Wir schießen nicht auf mich. Ich kann die beiden über Funk nicht erreichen. Sie antworten nicht. Hier sind überall Leute. Was machen wir jetzt? Wir erledigen die Feinde. Danach sind sie auf sich selbst gestellt. Ach so, wir müssen hier die Typen auf dem Heli da. Guck mal. Sah irgendwie aus wie so eine riesen Heuschrecke da oben drauf. So, ist weg. Ja. Ne, ist wieder da. Hä? Ist er da wieder raufgesprungen? Oh, mein Sturmgewehr ist voll schön. Schönes Ding da. Jetzt komm her, Schwimmi. Oh Gott. Ich will auch so eine Machete haben. Da sitzt immer noch einer drauf. Jetzt ist er runter. Springt der da die ganze Zeit wieder rauf? Nee, das ist gut. What? Nee. Ist gut. Die können echt gut springen. Nicht aufgeben! Diese Arschlöcher haben heute schon genug getötet! Ja, da seht ihr mal, wie er mir zuhört. Gar nicht. Ich hab grad zugehört, was die anderen eben quatschen. Aber wie gesagt, er ist ja noch älter. Das ist der Letzte! Schön. So, erstmal alle Waffen schnell wieder nachladen hier, zack. Ist da noch einer drauf jetzt? Nö, der Pilot. Ja. Das war klar. Der Heli zieht sich zurück. Das wäre zu einfach. Los, weiter. Captain, wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Achso, das sind unsere eigenen. Ich schieße mal auf die eigenen Leute. Wir sprengen die
solange es keiner mitkriegt. So typisch amerikanisch. Friendly Fire. Ich hab nichts gesagt. Verdammt, ihre Beine erinnern an Grashüpfer. Das hab ich vorhin auch gesagt. Grashüpfer. Ich hab's so erst gesagt. Ey, ich vordrängel hier. Ich komme. Von unten und von hinten. Oh, ist ein Haufen Kisten. Sehr gut. Ah, nichts Brauchbares dran. Und tops. Die Stadt ist mir irgendwie zu still. Sieht richtig ausgestorben aus. Ja, irgendwas passiert hier gleich. Du hörst gar nichts, ne? Nee. Das ist richtig dunkel und richtig still irgendwie. Krass. Mit Echo. Also irgendwas wird hier auf jeden Fall passieren. Hier liegt eine Handfeuer rum. Ah nee, Quatsch. Nee. Oh, guck mal. Granatwerfer. Ich so befürchte Schlimmes. Wird passieren, ja. Der Heli will seine Arbeit beenden. Okay, dann müssen wir den Heli jetzt wegknüppeln. Ja, warte, ich muss Platz schaffen. Der Heli greift uns an. Ich kann die Munition nicht mitnehmen. Und den Heli runter. Wo ist der Heli? Da ist der Heli. Ja! Na toll. Bam! Oh, hinter mir ist ein... Oh, Alter. Wo ist er? Da ist er. Jawohl, der brennt schon. Oh, ich muss nachladen. Nein, der Heli dreht. Nein! Du Heli. Bin ich tot? Nee. Den mach ich alleine hier. Bam! Oh, oh, der schießt. Hör auf, dich zu wehren, Heli. Jetzt bräuchte ich mal deine Hilfe. Ja, ich wollte gerade hochkommen. Ich wollte gerade von der Leiter runtergeschossen. Wo ist die Sau? Wo ist er? Da. Jo. So macht man das. Gehen lassen. Unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Aber Neo Umbrella ist hinter ihnen, sollten wir nicht... Ich sagte, unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Ich verfolge die BOW. Da, Heli, pa! Ich lasse leider nicht so davon kommen. Kinderspiel. Bitte, überlegen Sie sich das. Ja, der war nicht doll. Okay, ich habe nicht viel mitgekriegt. Meistens du erledigt. Und weil es so spannend ist, ja, es ist wieder Zeit, müssen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen machen und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!